Hi. Blumvi. Ja, Keksi Keks meine ich. Ach, völlig. Ein Bild heute oder was? Na, auch schon fit? Ja, ne, ich bin schon eine Weile wach. Halt. Ich habe den LKW aber nicht so lange und deswegen muss der sich jetzt noch lohnen. Jetzt müssen wir mal telefonieren. Natürlich nicht. Und du auch schon fit? Demnach, gell? Ja, muss leider. Wieso muss? Hast du eine Klospülung in die Luft gewirkt? Ja, Gott, noch eins, wieso das denn? Achso, du warst es nicht. Gut, dann wird die Frage ja noch stranger. Warum kommt jemand zu dir und jagt die Klospülung in die Luft? Getauscht und danach ist das passiert. Also ich stelle mir jetzt unter in die Luft gejagt natürlich auch tatsächlich den Extremfall vor, gell? Also oder meinst du, sie ist nur übergelaufen oder sowas? Achso, hast du so eine Spülung, die in der Wand drin ist, also wo der Tank in der Wand ist? Das ist da. So eine habe ich auch. Da kann es natürlich sein, dass wenn der Wasserdruck halt eben zu hoch ist, dass die immer voller wird und dann macht es ist offen. Macht sie sich selber auf. So, ich bin auf dem. Ich hätte noch eins weiterfahren können. Ja, nehmen wir den Highway mal.
Alle Wege führen nach Rom, sagt man so schön, gell? Hier muss ich vielleicht nicht durch die dumme Baustelle fahren. Ach du. Oh, wann gehst du heute online oder? Wieso das Gefühl, dass du in letzter Zeit weniger machst so? Hoffentlich mit gutem Hintergrund. Also, dass du Besseres zu tun hast als zu streamen. Und nicht, dass du wegen irgendwas keine Lust hast zu streamen. Naja, da sind wir wieder beim Thema. Okay. So was Empathisches bin ich für gewöhnlich nicht zu haben. So Kamera ist übrigens aus, weil ich auf Frühstücken bin. Okay. Da fehlt mir die Antenne für so Empathie-Geschichten. Aber sonst läuft bei Isa und dir. Scheiße, hast du geschrieben. Aber ich hab's ja gelesen. Normalerweise ist das Wort Scheiße auch nicht auf dem. Auf der Blacklist, das wird wieder von Twitch sein. Ich muss mal das die Moderation von Twitch ein bisschen zurückschrauben. Aber hättest du es mit SZ geschrieben, hätte es dir glaube ich durchgehen lassen. Es freut mich, dass sonst alles super ist. Das ist einfach nur toll. Habt ihr euch mittlerweile schon mal getroffen eigentlich? Also so richtig dicken? Wenn soweit habt ihr ja gar nicht auseinander gewohnt, gell?
kann sich aber auch anstellen als erwachsener Mensch, ey. Moin. Dann ist man nebenbei mir hochgefahren. Jetzt können wir erstmal eine Stunde lang essen. Ich weiß nicht, ob ich mit deiner Ex für so ein Machtspiel gehabe. Ich hatte für mich als absolut Außenstehenden den Eindruck, als hättet ihr euch so einvernehmlich getrennt. Das ist schon komisch. Und nochmal ein seriöses Gespräch, so zwischen zwei Erwachsenen, wo man nochmal redet, so Butter bei die Fische. Wenn ich, vielleicht ist ja für sie die Nummer doch noch nicht so ganz erledigt, ne? Dann kann es doch ja egal sein, wenn Isa zu Besuch kommt halt. Also das verstehe ich nicht so ganz. Es ist nur wieder dem anderen das Leben so kompliziert wie nur irgend möglich zu machen. Und ich verstehe nicht, was man dafür für eine Art Mensch sein muss, also was da in einem vorgehen muss. Nur aus Trotz und aus als würde Isa darauf Bock haben, im vergangenen partnerlichen Ehebett rum zu machen. Also wäre sie legit die erste Frau, die darauf richtig Bock hätte. Ich meine, klar, es ist öfter so, dass man halt eben mit neuen Partnern im selben Bett. Ja, denke ich auch. Es ist meist da öfter so, gell? Dass wenn du halt eben eine neue Partnerin hast und bist du in derselben Wohnung,
dass dann in dem Bett schon was anderes lief mit anderen Frauen, aber das macht man sich ja nicht so bewusst im Kopf, wenn die Beziehung halt, wenn das halt vorbei ist. Wenn aber die Frau noch in der Wohnung ist, dann ist das ja existent. Weißt du wie, dann ist das ja nichts, was man. Ach, Mensch. Ah, die soll sich einfach mal jetzt zusammenreißen. Hat sie sich denn schon um eine Wohnung gekümmert, oder? Du doch zuerst aus, oder? Ich weiß doch auch nicht. Dann los. Was mit dir? Entschuldigung, Bäuerchen. Wieso kannst du die Wohnung nicht anschauen? Ist auch nicht an den Ärger. Na, und dass es sich Isa für dich anschaut, ich meine, ihr seid ja nur auf einer Wellenlänge. Ne? Also, so hört man. Du kommst rüber.